Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde. Habt ihr wieder eingeschaltet hier oder wie? Ja sicher, ist ja Donnerstag. Ist ja 12 Uhr, Parkshow-Time. Mensch, ich bin froh. Donnerstag, 12 Uhr, was mache ich nur? Ich schalte mal den Computer an. Hey, was ist denn das? Parkshow-Time. Das ist der neue Parkshow-Song, liebe Freunde. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir gerade irgendwas aus den Fingern. Ist ja auch. Also, Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen hier zur Parkshow. Es ist Donnerstag und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock, einen neuen Park zu sehen wie ich. Und heute wird eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich kann schon mal vorwarnen. Es wird jetzt heute kein High-End-Park, wo einer sich mega krass mit Theming auskennt und so weiter. Heute wird eine Special-Folge, denn der gute Markus hat mir eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail war so lieb und nett, dass ich gesagt habe, ja, mache ich auf jeden Fall. Egal, was das für ein Park ist, ist mir vollkommen scheißegal. Wir gucken uns diesen Park an und warum war diese E-Mail so nett? Das kann ich euch sagen. Die E-Mail war so nett, weil der liebe Markus spielt nicht alleine Planet Coaster. Nein. Der gute Markus spielt mit seiner Tochter Planet Coaster mit der lieben Lara, ja? Und die liebe Lara, die ist erst 10 Jahre alt, Leute. 10! Alter, was für ein Potenzial! Ja, sie ist erst 10 und spielt schon Planet Coaster. Dafür erstmal einen großen Applaus. Bravissimo. Bravo. Ich bin überwältigt. Ich find's super, dass man mit 10 schon Planet Coaster spielt. Planet Coaster mag und vor allen Dingen auch Planet Coaster, ja, sie guckt sich offensichtlich Planet Coaster auch an, zusammen mit Markus, der hat geschrieben, sie gucken öfter mal die Parkshow und das ist ja für mich überhaupt das größte Lob, dass ihr beiden eine Parkshow guckt oder auch schon mehrere geguckt habt. Das freut mich einfach ungemein und das finde ich toll und ja, ich kann da überhaupt nicht aufhören von zu schwärmen. Ja, dass ein 10-jähriges kleines Mädchen schon Planet Coaster spielt und sogar auch mal eine Parkshow von mir guckt, wow. Also ein größeres Lob gibt's ja gar nicht. Und deswegen auch, ihr seid beide herzlich gegrüßt, ja, lieber Markus, liebe Lara. Übrigens, für Lara bin ich der YouTube-Mann. Ich bin der YouTube-Mann. Gut, man könnte mich auch Brilli nennen, aber ich finde, der YouTube-Mann greift auf jeden Fall vor. Irgendwann werde ich auf jeden Fall, mir wird YouTube gehören und dann bin ich auf jeden Fall der YouTube-Mann. das steht ja außer Frage. Aber es ist einfach toll. Ich bin der YouTube-Mann für die kleine Lara. Und ja, wie gesagt, diese beiden, also dieser Park hier ist von den beiden gemacht, aber hauptsächlich natürlich von Lara, die wahrscheinlich, ich stelle mir das nur so vor. Ich weiß nicht, ob Lara selber auch viel spielt oder ob dann der Markus die Ideen von Lara einfach umsetzt und sie spielen das zusammen. Weiß ich nicht genau. Ist ja auch egal, denn auf jeden Fall werden viele Ideen von Lara in diesem Park sein. Und er hat mir auch schon geschrieben, dass es verschiedene Themenbereiche gibt, aber sie werden mit dem einen nicht fertig, fangen schon wieder mit dem anderen an, wie das eben so ist, ja, mit Kindern. So waren wir doch alle. Ich habe früher auch Lego gespielt oder sowas, habe damit irgendwie angefangen, war langweilig, habe ich irgendwas Neues gebaut und irgendwann hattest du das große Tohuwabohu, ja, man kennt's ja. Und so wird's ja auch sein. Das ist toll, das bringt uns heute zurück, ja, in die Kindheitstage und ich bin einfach mal gespannt, was wir heute hier sehen, ja, in diesem Park. Jetzt mal bitte die Baus. Ah, jetzt geht's. Jetzt funktioniert's. So, keine Ahnung, was das war. Ja, ich bin gespannt. Liebe Lara, lieber Markus, ihr seid heute dran. Ich hoffe, ich tue euch Genüge. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig für mich. So, gucken wir uns den Eingangsbereich an hier. Da fehlt natürlich direkt, das muss man einfach sagen, der Name. Ja? Der Name ist nämlich Lama Park. Lama zusammengesetzt aus Lara und Markus Lama. Okay? Das haben wir verstanden. Also könntet ihr einfach ein Schild hinmachen. Groß irgendwie so ein Lama oder so. Ja? Warum nicht? Hat der Rudi Rennkamel, hat er dieselbe Idee, nur mit dem Kamel? Gut, da seid ihr dann dem Rudi auf der Ferse. Würde ich sagen. Könnt ihr euch zusammentun. Schreibt dem Rudi mal hier Lama und Rennkamel. Finde ich, passt doch ganz gut. Ihr hattet, als ich den Park hier eben geladen habe, hier waren einfach 12.000 Leute drin und es hat einfach geruckelt bis oben hin. Ich weiß nicht, ob Lara das schon versteht, Technik und so. Man braucht einen relativ guten Computer, ja, damit das hier nicht so ruckelt, ja, vor allen Dingen, wenn man aufnimmt. Und deswegen musste ich leider eure Gäste nach Hause schicken, ja. Das tut mir sehr, sehr leid. So. Was habt ihr hier gemacht? Ihr habt ein Eingangsgebäude gebaut in einem futuristisch
backsteinmäßigen Ambiente. Finde ich ganz schön. Vor allem hier oben auch mit den Glasdingern. Sehr, sehr schön gemacht. Natürlich hier der Klassiker, ja, der Parkeingang mit der mit dem Parkexpress darüber. Das kennen wir ja zu Genüge. Und dann mündet das hier in, ich weiß jetzt nicht, ob das schon die Main Street ist. Könnte natürlich sein, muss es aber nicht. Denn es ist auf jeden Fall mal komplett was anderes. Hier gehen Rohre überall. Also das scheint hier schon jetzt so ein bisschen Steampunk-mäßig angehaucht zu sein. Leute, macht hier die Geländer an. Ja, ihr könnt, wenn ihr Wege hochbaut, auch bei erhöhten Wegen die Geländer anmachen. Und dann habt ihr hier nicht so eine gefährliche Treppe, weil Kleinkinder, ups, und dann sind sie unten und haben sich eventuell das Bein gebrochen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, da müssen wir einen Krankenwagen rufen und das ist doch alles viel zu viel Heckmeck. So, wo geht's denn hier hin? Hier geht's dann, glaube ich, zum Parkexpress. Hier geht es zu einem Topspin. Inverted Topspin. Wie heißt dieses Ding eigentlich? Ich nenne es Indiana Jones The Ride, weil da früher auf den Festplätzen Deutschlands so ein Ding gereist ist. Sehr, sehr schön gemacht hier. Auch hier mit den Zahnrädern habt ihr euch was einfallen lassen. Auch das hier schön umrandet. Natürlich können jetzt hier noch ein paar mehr Sachen hin, ja, dass man das noch ein bisschen mehr gestaltet. Ich weiß nicht, was hier die Kühlung zu suchen hat. Was wird dahinter gekühlt? Oder ist das nur ein optisches Highlight? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall auch hier Eingangsbereich sogar gethemed. Gefällt mir. Ja, gefällt mir. Hier kommt der Rauch raus. Schön gemacht hier. Überall knallt's. Überall. Also, das ist so eine richtig schöne kleine Fabrik. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, da schon mal großes Lob von mir. Sehr, sehr schön gethemed, wie ich finde. Aber wir gehen gerade in die falsche Richtung, wie ich merke. Wir gehen doch immer im Uhrzeigersinn, Willi. Wir gehen doch immer im Uhrzeigersinn. Das wollen wir natürlich hier auch machen. Hier ist der Ausgang vom Parkexpress. So, hier führt doch irgendetwas lang hier. Ich sehe doch schon Schienen. Jetzt müssen wir nur sehen, wo es denn da reingeht in dieses Fahrgeschäft. Ist das hier in diesem Gebäude? Ich sehe doch hier überall Schienen. Hier vielleicht? Wow. Nee, hier hält noch ein anderer Express. Okay. Also das muss natürlich hier alles noch gethemed werden. Hier hält noch ein anderer Express. Wo ist denn bitte die Station von zu dieser Achterbahn hier? Ist die hier drin? Da drin? Wo ist die denn drin? Man weiß es nicht. Aber da ist doch der Lift. Das heißt, die muss hier drin sein. Boah, Nebel überall. Wo ist denn bitte die Station? Hier ist der Lift. Hier. Also doch hier drin. Okay. Wo ist denn der Eingang? Der hier hinten rum? Ah, ganz versteckt. Ach, sehr schön, aber auch hier mit den Schrägdächern gemacht. Also auch alles Steampunk hier. Wollen wir natürlich eine Runde mitfahren. Ja, das steht da außer Frage hier. So, Klaus Dieter, komm mal her jetzt. Hier, wir machen jetzt mal hier. Altes Stahlwerk. Testen wir direkt. So, Klaus Dieter. Ja, es war so klar, ey. Es ist doch immer dasselbe. Klaus Dieter hat schon das Knöpfchen gedrückt. Hier ist alles vernebelt. Also hier sieht man gar nichts mehr. Wenn man hier rauskommt, dann ist man gewaschen, getrocknet. Ja, man ist einfach fertig. Vielleicht auch mit der Welt. Wir schauen uns mal an, was diese Bahn bereithält. Also sehr, sehr viel Qualm. Sehr, sehr viel entweder Dampf oder Rauch. Ich hoffe, das hier ist eher Rauch. Das gerade war Dampf, liebe Lara. Da gibt es einen Unterschied. Rauch ist nicht gleich Dampf. So. Sehr schön. Möchtest du den Unterschied jetzt auch noch wissen, Lara? Kann ich dir sagen. Dampf ist Wasser. Ja? Wasser über 100 Grad, weißt du, das dampft. Und dieser Dampf ist einfach nur Wasser. Wasserdampf, deswegen sagt man das auch. Und Rauch. Rauch ist schädlich, weil Rauch sind Partikel. Kleinste Partikel, die in der Luft rumwirbeln. Das hat nichts mit Wasser zu tun. Rauch ist immer schädlich, deswegen ist Rauchen auch ganz schädlich. Niemals rauchen. Sondern dampfen. Aber nein, dampfen auch nicht, ist auch blöd. So, liebe Leute, ja, ihr habt es schon gesehen. Sehr, sehr schön, das Fahrgefühl, ja, sehr, sehr schöner Speed. Gefällt mir. Hier und da, muss man sagen, ein bisschen die Wände vielleicht noch hochziehen. Ihr seht das hier vorne schon. Das ist ganz knapp über neuer Frisur. Da sollte man vielleicht noch mal ein wenig nachbessern. Aber okay, das
könnt ihr einfach die Wände nochmal ein bisschen hochziehen. Also wie gesagt, sehr, sehr schön gethemed, schönes Fahrgefühl, das habt ihr toll hinbekommen. Auf jeden Fall, eine schöne Achterbahn. Was ihr tatsächlich machen könntet, wäre vielleicht der Hügel hier ein bisschen niedriger, dass man eventuell nicht ganz so ein Riesenspeed hat. Aber ihr habt ihn trotzdem ganz gut austariert. Macht auf jeden Fall Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Ihr habt nämlich auch hier direkt wieder Bremsen eingebaut. Kann man machen, ja, damit man hier halt diesen riesigen Fall hat und mal richtig schön Speed. Muss man aber nicht. Man kann es auch, wie gesagt, einfach den Hill ein bisschen abschneiden und dann hast du hier auch ohne die Bremsen schon einen schönen Speed. Weil warum sollte man direkt abgebremst werden? Das ist halt relativ unrealistisch. Aber trotzdem sehr, sehr schönes Fahrgefühl. Vor allen Dingen auch, dass man hier zweimal über die Street fährt und sich hier einmal so schön dreht. Sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter. Nee, wir gehen schon wieder in die falsche Richtung, glaube ich. Ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Wobei, wir können uns das Gebäude ja hier noch ansehen. Dann hätten wir das im Sinne vom Steampunk auch schon mal gemacht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir schöne kleine Stände. Ach, das sieht ja auch geil aus. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Hier, sehr cool. Hier, auf jeden Fall hier in der Schlange bleiben, weil wenn ihr dazwischen geht, dann tut es weh. So. Hier ist was kaputt. Rauch, liebe Freunde. Sehr cool gemacht hier, dass dieser Looping Thrill Ride hier immer wieder um dieses, ja, um dieses, was ist denn? Kann man da anstehen? Ja, da steht man sogar an. Da geht das drum. Finde ich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen die Verbindung auch hier zu dem, wie heißt der, Jumper? Quasi ein Gebäude, zwei Attraktionen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier auch schöne Lichter. Also das habt ihr toll hingekriegt. Wirklich. Finde ich gut. Auch der obere Bereich hier, sehr, sehr schön gemacht. Gut, die Lampen hier, die passen jetzt, finde ich, nicht so gut hier in den Steampunk-Bereich. Vielleicht die Lampen nochmal ein bisschen austauschen. Aber ansonsten, Respekt, gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir außerordentlich. Hier oben, was ist das denn eigentlich für eine Kanone hier? Das ist ja krass. So, wir gehen mal weiter und gehen hier über die Brücke, auch hier. Sehr, sehr gefährlich, diese Brücke. Einmal das Kind nicht an der Hand gehabt und schon ist es im Meer, im Wasser, im See, wo auch immer, bei den Fischen, bei den Piranhas. Man will es nicht. Man kann es natürlich wollen. Viele Eltern wollen es vielleicht, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Und deswegen gerne auch hier Geländer, ja, Geländer bauen. Ansonsten vielleicht die Brücke auch nochmal ein bisschen verkleiden. Die schwebt hier sehr, sehr frei tatsächlich. Habt ihr da irgendwie die Stützen ausgemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier oben der Parkexpress, der übrigens hier eine Runde fährt. Wird das noch gethemed? Also generell, wenn so ein Parkexpress so eine Runde hier fährt, ja, dann muss gethemed werden. Dann muss gethemed werden, sonst macht es keinen Sinn. Sonst hättet ihr auch einfach sagen können, fährt hier durch. Weil, ja, der will ja was sehen, der Parkexpress. Ne? Der fährt man ja nur mit, um was zu sehen. Und wenn man nichts zu sehen hat, langweilig. Also von daher immer gut themen. Ihr habt das aber auch mit den Geländern hier. Ich sag dazu nichts mehr. Ich sag dazu, was ist das denn? Ist das der blaue Blitz? Ist das der blaue Blitz? Nessie the Ride. Auch gut. Das gefällt mir. Damit fahren wir. Ist halt noch überhaupt nicht gethemed. Das ist wahrscheinlich das, was Markus erwähnte. Dass halt viele Sachen einfach noch gar nicht gethemed sind. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch, dass wir jetzt hier beim Sonnenuntergang eine wunderbare Achterbahn fahren. Wenn die gute Martha jetzt mal das Knöpfchen drücken würde. Bitte schön, ich habe doch auf Testen gedrückt. Martha? Martha, jetzt komm. Martha! Du kommst gleich an den Martha-Pfahl. Rein jetzt, drück das Ding. Hm. Jetzt stehen wir hier und es wird kalt, es wird düster. Nessie the Ride, sie drückt's nicht. Okay, wir machen das nochmal neu. Einfach mal hier komplett aus. Mehr drücken kann. Hat ein technisches Problem jetzt auf einmal? Ach, Martha. Pass auf, dann machen wir jetzt hier Folgendes. Geh mal in die Parkverwaltung. Gehst du mal bitte in die Parkverwaltung jetzt? Mann. So, dann hier einmal den Menschen mit der Spritze. Kann ich den hier irgendwo ablassen? So, dann gehst du mal bitte Nessie the Ride reparieren jetzt. Einmal hier schneller. Zack, einmal reingehen. Einmal dran rumklopfen. Und dann ist das Ding doch auch repariert, oder? Und die Martha kann endlich das Knöpfchen drücken hier. Komm schon. Dankeschön. So, und jetzt schnell rein. Jetzt schnell rein. Fahrtkamera. Nein. Na endlich. Dankeschön.
Liebe Martha, hier die Brücke ein bisschen höher bauen, sonst auch wieder neue Frisur. So, dann wollen wir mal gucken, was hält dieses Monster der See denn für uns bereit? Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, ich mach mal hier ein bisschen schneller. Sehr, sehr langer Lifthill erwartet uns. So, und dann geht's hier runter. Und zwar in einem schönen Bogen. Das hier ist wahrscheinlich ein Giga-Coaster. Schön geneigte Kurve hier. Wow. Und hier ab ans Wasser. Sehr nah an der Wasserlinie entlang hier. Jetzt mit dem Arm schon fast durch das Wasserstreifen hier. Da waren irgendwelche Spritzer. Uiuiui. Hier ist man fast im Wasser drin. Also vielleicht auch ein bisschen nass der ganze Ride. Aber er heißt ja auch Nessie. Was erwartet man? Sehr schöner Speed. Schöne Kurven. Hier ein bisschen abgebremst. Sehr, sehr gut. Top-Achterbahn bis jetzt, muss man sagen. Und jetzt hier schön die Airtime-Hügel. Ach, sehr gut. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Hier und ein weiterer Bereich mit Airtime-Hügeln. Zwei Stück hintereinander. Also sehr, sehr viel Airtime hier. Das gefällt doch jedem Airtime-Liebhaber hier. Also ein krasser Gigakurs, da muss man doch einfach sagen. Leute, da hast du alles. Da hast du Speed, Airtime, schöne Kurven, schöne Aussicht. Gefällt mir. Wenn man den noch themt, Respekt. Respekt auf jeden Fall. Der gefällt mir. Also Achterbahn habt ihr auf jeden Fall drauf, ihr beiden. Achterbahn habt ihr auf jeden Fall drauf. So, was haben wir hier? Hier geht's noch nicht weiter. Das ist alles noch nicht fertig. Gucken wir uns hier mal den Wild Wild West Bereich an. Denn hier, ja, hier wird Gold geschürft, meine lieben Freunde. Hier sind wir in den USA. Ja, im Goldrausch. Da fängt auch direkt der Naturpfad an. Ja, sehr unorthodox geht es hier einfach über den Pfad. Ah, sehr schön. Das, ihr müsst vielleicht, würde ich den Boden nicht so grün. Natürlich gibt es im Wilden Westen auch grün und so. Aber ich glaube, so der allgemeine Wilden Westen ist halt eher Wüste. Das heißt, ich würde den Boden, wenn ihr es könnt, in Sand umformen. Ach, guck mal hier. Schon wieder an so einer Hauswand das Teil. Sehr geil. Das habe ich doch in irgendeiner Parkshow von ein paar Parkshows auch gesehen. Das finde ich mega. Mega Idee, das einfach an so einer Hauswand zu machen. Auch im Wild West, da passt es super rein einfach. Toll gemacht. Sehr toll gemacht. Auch das hier. Ja, der Doppelhelix hier. Doppelhelix vor allem. Hier der Doppelumschlagplatz. Sehr, sehr schön gemacht. Und ich sehe doch hier schon Dropkick-Coaster, Leute. Könnt ihr mir doch... Hier auch, guck mal. Schön so eine Pergola gebaut hier. Das gefällt mir, oder? Das sieht doch schön aus hier. Schön Kinderkarussell mit dem alten... Ey, wenn das hier kein Dropkick-Coaster ist, dann weiß ich es doch nicht. Wo geht das rein? Ich will Dropkick-Coaster fahren jetzt. Wo ist denn der Eingang? Ich weiß es nicht. Ah, mein Train gibt's auch. Aber ich bin blöd. Ich finde, glaube ich, den Eingang zum Dropkick-Coaster gerade nicht. War der hier vorne? Hier ist doch der Ausgang, oder nicht? Ich kann ja nochmal gucken. Vielleicht ist auch hier der Eingang. Nein, es ist der Ausgang. Hä, bin ich deppert? Ach, der war hier vorne. Der, total unscheinbar hier. Hier, Leute, hier geht's zum Dropkick-Coaster im Übrigen. Komplett unscheinbar, hat man nicht gesehen. Auf jeden Fall schön, dass das dann hier aufs Dach des Wild West-Gebäudes geht. Sehr cool. Dann hier rein. Ja, hier sieht man die Shops von hinten. Vielleicht ein bisschen verkleiden noch. So, da gucken wir uns den Dropkick-Coaster an. Die Goldmine, meine lieben Freunde. Die Goldmine. Och Mann, ey. Immer dasselbe. Ich will doch hier starten. Ludwig, drück das Knöpfchen und wir schauen mal an, was dieser Dropkick-Coaster bereithält. Er ist gar nicht mal so hoch, tatsächlich. Zumindest der Lifthill nicht. Wir wissen ja nicht, wie tief das Loch wird, in das wir gleich hineinstürzen. Aber der Lifthill zumindest ist schon mal nicht sehr hoch. Aber das heißt ja nichts. So, und die Hängepartie. In den Nebel rein, in den Tunnel rein. Sehr gut, sehr gut. Inversion. Ah, schön. Sehr schön hier. Schön durch den Berg hier durch. Ey, toll. Kurzer Dropkick-Coaster. Wirklich ganz kurz. Drop, Inversion, zwei, drei Kurven, kurz mal Airtime.
Fertig ist das Ding. Sehr gut gemacht, Gelddruckmaschine. Liebe Freunde, so und nicht anders macht man einen Dropkick-Coaster. Perfekt. Perfekt. Sehr, sehr schön gemacht. Das macht Spaß, Freunde. Das macht Spaß. So, dann gucken wir uns doch den Mindtrain an. Wo geht das hin? Ich habe keine Ahnung. Hier auf jeden Fall Canyon-Landschaft. Ja, überall Canyons. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier hinten geht es dann zu den äußeren Gefilden des Wild West-Bereichs. Guck mal, und hier ein riesiges Minending. Nicht sicher. Hier hält nochmal dieser andere Park-Express. Auch schön gefeamt hier, holzfällermäßig, auch hier sogar selber Stützen gebaut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Nur wir müssen dann hier vielleicht noch stützen, so, damit das auch hält. Ansonsten auch hier schön die Gebäude habt ihr gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Geht das hier in den Mindtrain? Stimmt doch, oder? Geht durch. Ja, das sieht doch gut aus. Da fährt er gerade los. Können wir da vielleicht mit? Wo sind wir hier? Ich glaube, dass wir sind jetzt hier gerade in dem Lift oben und gehen jetzt hier runter. In den Berg. Hier ist der Geisterzug, glaube ich, ne? Habe ich kurz gesehen. Das ist der Geisterzug. Kann man auch im Wild West-Bereich Geisterzug nennen. Warum denn nicht? Ist ja kein Problem. Liebe Leute, hier schön durch den Canyon durch. Das gefällt mir. Zack, bisschen Erdzeit. Übrigens, warum sitze ich falsch? Ich sitze falsch. Hier muss ich hin. Aber der ist gar nicht so lang. Okay, ganz kurze Züge mit nur zwei. Alter, was war da? War das gerade ein mega schneller Lift-Hill? Aber gut, mein Train hat ja auch mehrere Lift-Hills. Sehr, sehr zerklüftet hier durch die Berge durch. Finde ich cool. Könnte natürlich noch ein bisschen Theming vertragen, sagen wir mal so. Sehr schön. Sehr smooth, ja. Yeah. Fährt da durch. Hier nochmal über die Häuser hinweg gebrettert. Sehr gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Übrigens hier dieser Aufstieg von dieser Bahn hier erinnert mich komplett und sehr stark an den alten, an die alte Achterbahn im Phantasialand, die abgebrannt ist. Ich weiß nicht mehr, wie hießen die denn? Da gab es eine kleine und eine große und irgendwie erinnert mich das. Wenn jetzt hier so Löcher drin wären, erinnert mich das irgendwie daran. Es war auch so ein unwirklicher, riesiger Lift-Hill einfach, der mitten im Park stand. Schön war es nicht, aber eine coole Bahn war das. Eine coole Bahn. So, wir gehen mal weiter. Ich glaube, das war ja hier eine Sackgasse, ne? Bin ich da richtig informiert? Ja. Hier hinten geht's nicht wirklich weiter. So. Da hinten. Ich sehe es doch schon kommen. Sci-Fi, Freunde. Sci-Fi. Ihr habt euch an den Sci-Fi-Bereich gewagt. Da habt ihr euch schon mal mehr gewagt, als ich jemals zuvor. Freunde. Sehr cool. Da fühlt man sich direkt wie auf einem anderen Stern hier. Wenn man hier so durchgeht, durch diese kleine Gasse. Was ist das hier? Ist das eine Show? Das ist eine Show, oder? Ach, war das? Ihr hattet mir gesagt, ehe der Brilli wieder sich tot sucht, hier an diesem grünen Ding ist der Auslöser. Ja gut, wir haben es gerade Nacht. Warum nicht? Dann lösen wir das jetzt mal einfach aus. Play! Lara und Markus haben hier eine Show gemacht. Eine Lasershow offensichtlich. Habe ich hier einen guten Platz? Sehen wir so alles? Boah, und auch mit Feuerwerk! Alter! Geil! Auch hier der Effekt mit dem Raumschiff hier ist geil. Wow! Das ist wow! Alter Vater! Leute mit Epilepsie, die liegen jetzt schon auf dem Boden da, meine Lieben. Aber mega! Hier kriegst du auf jeden Fall erstmal was um die Ohren gebrettert, mein lieber Scholli. Oh, jetzt ist leider hell geworden. Geht das noch lange? Muss ich jetzt nochmal dunkel machen? Warte mal.
ehe wir jetzt hier was verpassen. Sehr schön. Das sind solche, ja. Ich glaube, das war's, ey. Was für ein Brett. Mein lieber Scholli, ey. Wow. Geile Show. Vor allen Dingen auch geile Kulisse, muss man sagen. Hier mit dem See. Wie habt ihr denn das gemacht? Da kann sogar der Brilli noch was lernen. Ach so. Ihr habt einfach drumherum gebaut. Okay. Das sieht echt geil aus, muss man sagen. Also Respekt dafür. Und wie gesagt, der Effekt mit dem Raumschiff hier und der mit dem All finde ich sehr, sehr cool. Man fühlt sich wie in so einem größeren Raumschiff. Gefällt mir sehr, sehr gut auch hier. Hier haben wir sogar ein Hochfahrgeschäft wieder. Hier das Überkopf-Space-Shuttle. Ja. Na klar. So, was haben wir hier noch? Ihr habt auf jeden Fall hier sehr, sehr schön gethemt. Ich könnte das nicht. Ich mag Sci-Fi nicht selber themen irgendwie. Das kann ich nicht. Ich bin nicht so der Raumschiff-Typ einfach. Ich habe davon keine Ahnung. Habt ihr ja gemerkt. Ich habe ja im Karrieremodus mir einen abgewürgt im Sci-Fi-Bereich. So, was haben wir hier? Schöne Achterbahn. Space Shot. Leute. Space Shot. Damit fahren wir. So. Harald, wie sieht's aus? Hat das jetzt ein technisches Problem oder was? Ernsthaft? Machen wir schneller hier. Und ich trinke mal einen Schluck, sonst trocknet meine Stimme komplett aus. Was geht los? Oh Gott. Und jetzt speichert er auch noch. Beschleunigung! Wow. Sehr geil. Bravissimo. Ah, geiler Speed. Schöne Kurven. Das gefällt mir. Ah, sehr schön. Dann geht das hier auf. Ah, neue Frisur. Und wieder in den Felsen hinein. Auch schön die Musik hier dazu. Wow, was ist denn hier drin? Das ist dieselbe Bahn? Wahrscheinlich, oder? Krasse Scheiße. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Man sollte das vielleicht nachts fahren. Alter. Da sind wir hier in irgendeinem... Das sieht ja wirklich futuristisch aus. Wow. Man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Sehr, sehr geil. Bravo. Geil mit den Lasern hier überall. Ey, man weiß wirklich nicht mehr, wo man ist. Krasse, krasse Bahn. Auch mega lang. Sehr geil. Hier, schönes Raumschiff. Wir ignorieren jetzt mal, dass es unrealistisch ist, dass da ein Felsbrocken in der Luft schwebt. Aber ist egal. Und dann geht's wieder raus. Krasser Innenbereich auf jeden Fall. Mein lieber Scholli. Und dann geht's wieder zurück in die Station. Krasse Bahn, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Da kommt Space Shot, dem kommt auf jeden Fall der Name, was rede ich? Der Name kommt dem sehr nahe, wollte ich sagen. Ja? Also sehr, sehr cool. Definitiv. Gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ach, hier ist auch The Cube. The Cube ist hier auch eingebaut. Und da hinten hält der Park-Expert hier, der ist auch eingebaut. Ihr habt alles eingebaut hier im Space-Bereich. Wow. Ihr habt euch echt viel Mühe gegeben. Wirklich eine kleine Space-Stadt gemacht. Ich guck mir das nur mal gerade bei Nacht an. Ich glaube, Space ist irgendwie... Da muss es dunkel sein. Ja? Habt ihr genug Licht? Ja, könnt ihr noch ein bisschen mehr Licht bauen. Hier. Ist noch nicht so ganz gut ausgeleuchtet, das Ganze. Hier schon, der Eingangsbereich. Aber die ganzen Straßen hier sind noch relativ... Die sind noch relativ... Wow. Oh, wow. Krass, wie habt ihr das denn gemacht hier? Das habt ihr ja geil gemacht. Hier mit so einer Raketenrampe dran. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Habt ihr toll gemacht. Das könnt ihr mir glatt in meinen Park stellen. Mein Lieber. Geile Idee, geile Umsetzung. Toll, freut mich. Das ist wirklich schön. Sehr, sehr cool. Was ist hier drin? Habt ihr auch noch einen Dark Ride reingebaut? Warte mal, da machen wir aber nochmal dunkel. Wahrscheinlich im Dunkeln besser. Krass. Ich gehe den jetzt nur mal schnell ab. Boah, alles bunt.
Und wir sind hier in einem Raumschiff oder was? Space Schlau. Oder? Alter, hier finde ich nie wieder raus. Das ist so ein geiler Effekt, ne? Muss man einfach mal sagen. Nur jetzt bin ich, weiß ich. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo lang. Hier? Ja, sehr cool. Habt ihr ja auch noch. Ihr habt ja keine Kosten und Mühen gescheut hier. Einfach nochmal schön Dark Ride hier einfach reingebaut, den man fast gar nicht sieht. Wow! Das gefällt mir. Hier auch über dem Dach entlang. Also wow, wirklich toll. Gefällt mir. Vor allem auch echt lang. Da fährst du ja einen Wolf. Und hier am Ende kommen sie nicht mal raus, weil hier so viele Wagen stehen. Naja, okay. Ich find's super. Habt ihr toll gemacht. Schön Dark Ride hier noch eingebaut. Nee, es gefällt mir. So. Also der Space-Bereich, den habt ihr wirklich richtig gut hinbekommen. Ja, das muss man einfach sagen. Ich weiß jetzt nicht, geht es jetzt hier weiter in einen weiteren Bereich? Haben wir in diesem Park einen Rundgang oder ist das jetzt auch eine Sackgasse? Ich glaube, es geht weiter. Hier. Wir gehen jetzt mal hier lang. Noch nicht da, wo wir das Riesenrad gerade gesehen. Auch hier. Sehr schön. Ja, mit einem schönen Tunnel. Schöne Höhle, besser gesagt. So, und hier scheint es jetzt grün und dann doch wieder sehr sumpfig zu werden. Wei, oh wei. Was haben wir denn hier? Für einen mysteriösen Sumpf. Wow. Ist das jetzt Grusel oder ist das einfach nur Sumpf? Sehr, sehr viel Qualm habt ihr hier auf jeden Fall gebaut. Das frisst Performance. Vielleicht sollte man... Ich guck mir das gerade mal von oben an. Ihr habt ja wirklich überall den Qualm gebaut. Vielleicht sollte man ein bisschen sparsamer damit sein. Nur an manchen Stellen. Ja, nur an manchen Stellen. Vielleicht nicht an allen. Ein bisschen sparsamer mit dem Qualm wäre vielleicht... Oder Dampf wäre vielleicht nicht verkehrt. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hier ist ein Ausgang natürlich wieder. Aber hier ist eine Achterbahn drin. Damit will ich fahren. Leute, das bringt mir ja nichts. Ich muss damit fahren mit der Hexenjagd. Hört man den auch bei Nacht? Ist das auch wieder ein Nachtsthema? Weiß es nicht. Wir machen es einfach. Jetzt habe ich dich gesehen. Renate, warst du das? Abschuss, Leute. Abschuss. Hexenjagd. Hier schön grün. Schöne Kurve hier. Wow, was ist das denn hier? Vertrockneter alter Baum vielleicht. Sehr schön auch hier die Mauer, wo sie die Bahn lang fährt. Sehr, sehr cool. Hexenhaus vorbei. Schöner Speed, ganz smooth, schlängeln wir uns hier durch. Sehr cool. Im Hintergrund das Riesenrad. Das ist ja wirklich eine Hexenjagd. Schön, aber schön Natur, schön. Ja, hier dieser Berg, wo die drin hält. Ja, schön gethemed. Gefällt mir. Habt ihr toll gemacht. Das ist eine tolle Bahn, ihr beiden. Wow. Ich sage heute ziemlich oft wow. Ich weiß auch nicht, weil ich weiß warum. Ich weiß, warum ich oft wow sage gerade. Aber das ist eine andere Geschichte. Alter, wie schnell wird man denn hier abgeschossen, mein lieber Scholli? Alles klar. So, hier auch natürlich Fahrgeschäfte drin. Ja. Fällt mir. Was haben wir hier? Kleines buntes Häuschen. Ist da was drin oder ist da noch Anstehbereich? Anstehbereich. Für das hier. Ich weiß nie, wie die heißen. Flipper. Ich nenne den Flipper. Aber offiziell heißt sie wahrscheinlich anders. Ich habe diesen Stein die ganze Zeit angeklickt. Also sehr, sehr mysteriöser Bereich, in dem ich mich auch wirklich verlaufe jetzt gerade. Ich weiß jetzt nicht, bin ich hier richtig? Wo geht's hier hin? Guck mal, wie schön das aussieht. Ist das jetzt, aber das ist jetzt Bärchen, ne? Das sieht mega schön aus. Aber trotz, es ist Märchen, aber es sind so Tropfsteinhöhlengeräusche. Wo geht's hier hin? Ach, hier hinten hält der Parkexpress. Okay.
Das da wollte ich mir angucken, genau. Was ist das da? Dieses Baumding. Oh, krass beleuchtet jetzt hier. Warte mal, ich mache mal gerade die reguläre Zeit wieder an. Ist eh dunkel, okay. Was ist das denn? Ach, da ist auch noch ein Karussell drin. Ein verwunschenes Strauchbaumding. Krass. Das ist super. Auf wie krass ihr das hier beleuchtet habt. Mein lieber Scholli, ey. Wow. Ey, man kann nicht sehen, wo man hier lang geht tatsächlich. Ich habe mich verlaufen. Es ist vorbei. Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Das ist wirklich ein Bereich, wo man sich einfach verläuft. Ich gehe jetzt mal nach oben. Hier ist doch noch eine Achterbahn, ne? Das ist ja nicht nur der. Nee. Hier ist noch eine Achterbahn. Eine weitere. Was ist das denn für eine riesige Pergola? Das ist die größte Pergola, die ich je gesehen habe. Ist das eine Pergola? Was ist das? Ein Rankending. Hier geht's, glaube ich, rein zu der Achterbahn. Sehr schön gemacht. Hier mit dem riesigen, was ist das? Ein riesiges Hexenhaus? Oh, das ist ein Hänger. Das ist ein Hänger. Damit fahren wir eine Runde. Der Hexenflug. Also, ihr habt auch immer euch schön was einfallen lassen, wie die Geschäfte genannt werden. Das ist auch super. Ach Mist. So, da sind wir richtig. Fahren wir mal eine Runde mit dem Hexenflug. Liebe Leute, vielleicht sehen wir dann die Pergola auch nochmal was besser. Ein bisschen schneller. Das dauert hier ein bisschen offensichtlich. Langer Lifthill. Und dann geht es runter. In einer schönen Rechtskurve hier runter in eine Inversion. Da ist die Pergola. Die Mutter aller Pergolas. Wow, schöner Speed. Hier in die Kurve rein. Schön geneigte Kurve. Sehr schöne Inversion hier. Wow, da ist man frei. Und jetzt hör auf, wow zu sagen, Brilli. Ich kann es nicht mehr hören. Es wird kein Mal mehr wow jetzt kommen. So. Toll. Sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schöner Speed. Schöne Kurven, wie gesagt. Viele Inversionen. Sehr, sehr lange Bahn. Auch hier wieder. Ihr habt es auf jeden Fall mit den langen Bahnen. Bis auf den Dive Coaster. Der war perfekt. Von der Länge her. Aber gut, es ist ja auch nichts Schlimmes, eine lange Bahn zu machen tatsächlich. Ist vielleicht nicht das Realistischste der Welt, aber wir sind hier im Spiel und wollen Spaß haben. Hier kriegt man vielleicht die Schuhe ausgezogen. Alter, wie viele Inversionen hat das Ding denn? 17? Das hier sieht auch super aus. Corkscrew, zwei Stück hintereinander. Hier die Pergola, wir fahren sogar durch. Schöne Helix hier. Und das Hexenhaus unter der Pergola. Drehwurm. Jetzt haben wir einen Drehwurm. Jetzt haben wir den Drehwurm. Liebe Freunde. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und dann geht's, glaube ich, zurück in das, ja, in das Stationshexenhaus. Cool. Auch hier cool gemacht. Gefällt mir außerordentlich gut. So. Super. Super, super. Wie das alles hier verwoben ist, das habt ihr schon. Also das hier ist bis jetzt, finde ich, wobei der Space-Bereich war auch super. Der Wild West-Bereich, der braucht noch ein bisschen Arbeit, aber das hier gefällt mir alles echt sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. Ihr habt ja selbst innerhalb dieses Themenkomplexes, ich denke mal, dass ihr das hier als ein Themenkomplex geplant habt, aber selbst innerhalb habt ihr ja noch verschiedene Sachen. Auch hier der Wasserfall, guck mal. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier auf jeden Fall. Hier habt ihr, glaube ich, sogar mal Geländer gebaut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wo geht's lang? Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht jetzt. Hier war auf jeden Fall der Rundweg. Ich glaube, dass wir jetzt in eine Art Piratenland kommen. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, liebe Freunde, wir Ratten! Ihr Landratten! Ich heiße euch herzlich willkommen hier! Ja, weiß ich nicht, wozu. Was haben wir hier? Ist das eine Achterbahn direkt? Was ist das denn für ein Bug? Was ist das denn hier für ein Bug?
Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Was hat deine Coaster hier gemacht? Nicht sicher. Liebe Lara, du weißt, was hier zu tun ist, oder? Liebe Lara, du musst die Betonpfeiler verdecken. Ist doch ganz klar. Oh, eine Raftingbahn. Okay, gucken wir uns die mal schnell an. Eine Raftingbahn. Hier geht's hoch. Und es spritzt schon überall. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Bunte Blumen. Sehr, sehr grün. Ach, hier, guck mal. Das ist doch wunderschön. Oder? Das ist doch wunderschön. Hier über die Felsen. Auch hier, warte mal, wir gucken uns hier den Wasserfall mal an. Den habt ihr ja toll hingekriegt. Den habt ihr ja toll hingekriegt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Eine kleine Oase ist das ja schon. Eine kleine Oase. Das wird eine lange Raftingbahn, habe ich das Gefühl. Oh, hier geht es sogar in den Berg. Sehr cool. Und da, was ein Splash! Das ist der längste Splash einer Raftingbahn, den ich je bei Planet Coaster gesehen habe bis jetzt. Wow! Scheiße, ich wollte es nicht mehr sagen. Aber das ist echt ein krasser Splash. Aber auch cool gemacht hier. In den Piratensee rein. Das gefällt mir. Das ist ja sogar unter Wasser. Man fährt ja hier, man wird nur noch mit der Rinne, die Rinne hält einen nur noch so ein bisschen in der Spur. Der Rest ist unter Wasser. Weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aber hier habt ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Schönes Haus hier gebaut um den Bereich herum. Das gefällt mir. Sehr, sehr schön. Also hier das Ganze mit dem Berg hier. Bravo. Das ist auf jeden Fall echt, echt hübsch. Gut, Freunde, die Bäume, die wachsen so nicht. Die müssen schon gerade sein immer. Immer gerade die Bäume. So eine Palme, okay, das geht. Weil die kann vom Wind, wird die oft in diese Richtung gedrückt. Aber hier so eine Platane, nee, was ist das hier? Zypresse, die wächst auf jeden Fall gerade. Da vielleicht nochmal die Bäume gerade machen. Das sieht ein bisschen komisch aus. So, und dann geht's hier über diesen Piratentunnel hier rüber auf die andere Seite. Alter, schon 42 Minuten? What? Ich hatte mir euren Park von oben angesehen und hab so gedacht, das wird nicht so lange dauern, denke ich. Offensichtlich schon. Es gibt echt viel zu entdecken. Hätte ich nicht gedacht. Und hier sehr, sehr schön gemacht. Hier natürlich die Schiffsschaukel. Klar, die darf im Piratenbereich ja nicht fehlen. Und da hinten sehe ich doch noch einen Woody. Da hinten sehe ich doch einen Woody. Sehr, sehr schön. Da deckt nur die Pfeiler vielleicht mal ein bisschen. Leute, ein geiler Woody hier. Da habe ich Bock drauf jetzt. Da habe ich jetzt Bock drauf. Guck mal. Flucht aus der Bucht. Sehr geiler Name. Der könnte ja fast von mir sein. Leute. So, ich bin gespannt. Erstmal ein kleiner Lift Hill. Wohin führt das? Ah, guck mal. In den Piratenschädel hinein. Sehr cool. Und hier dampft es wieder aus jeder Pore. Und dann sind wir ja erstmal in der Höhle. Dann kommt, glaube ich, jetzt der richtige Lift-Hill. Jawohl. Machen wir ein bisschen schneller. Das dauert wahrscheinlich einige Zeit. So. Oh. Ein Fort. Ein Piratenfort. Oder das Fort wurde übernommen von den Briten. Und dann zum Piratensee hin. Sehr, sehr schön. Wow. Und hier die Airtime. Er hat schon ordentlich in sich hier, aber... Schöner Speed. Wunderbare Airtime hier über dem See. Ah, Leute, das ist ein Woody. Ein Woody. Sehr cool. Jetzt wird man ein bisschen abgebremst. Jetzt wird es dann doch mal zu schnell. Sehr cool. Das ist ein super Woody. Super Woody. Man fährt nicht so lange. Hier am Ende sogar noch jetzt das Labyrinth. Hier die Kurve. Oh, da vielleicht noch ein paar Mal das Smoothpool drüber wandern lassen. Durch die Seifenblasen durch und ab in die Station. Gefällt mir. Auch hier habt ihr gut gemacht. Ein sehr cooler Woody. Ein sehr cooler Woody. Vor allem hier denkst du so, wenn man das so sieht, ja, das ist ja fast schon Familienachterbahn. Aber der erste Lift hier, der zeigt schon, das hat's in sich.
meine Lieben. Da, wow, was ist denn das? Was kommt denn hier für ein gespritzter Runde? Alter Schwede. Das ist ja cool. Das sieht ja geil aus. Das kann, habe ich so auch noch nicht gesehen. Respekt. Und da oben, das vorne mal gerade so ein bisschen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich würde hier halt noch Bäume machen, ein paar. Ist noch ein bisschen kahl hier alles. Aber ansonsten ist der Pirat... Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Fahrgeschäft, ein Twister. Sehr, sehr schön gemacht hier natürlich. Ja, einmal drumrum. Das gefällt mir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das habt ihr toll gemacht. Vor allem auch hier das Stationsgebäude. Sehr schön verwoben. Auch hier mit einem kleinen Shop-Bereich. Habt ihr toll. Also das, ich wiederhole mich hier heute sehr häufig, aber es ist auch einfach schön. Es ist auch einfach schön. Den hier habt ihr zweimal im Park, oder? Das kleine Mini-Riesenrad. Für die Kids. Hier ein kleiner Irrgarten. Und ich glaube, dann sind wir so ein bisschen im Märchenbereich. Ist das so ein bisschen Märchenbereich? Hier ist auf jeden Fall noch eine Achterbahn. Boah, das ist so ein Dingscoaster hier. So ein, mit so komischen, die sind wir noch nicht oft gefahren. Den will ich mal gerade fahren. Ist der denn, der ist gar nicht fertig oder was? Kann man den fahren? Den soll man wahrscheinlich noch nicht fahren. Egal. Wir machen es trotzdem. Der Pelikan-Coaster oder wie der heißt. Ist das ein Pelikan? Nein, Pelikan ist was ganz anderes. Das ist einfach nur ein Adler oder was? Schön hier im Sonnenuntergang eine Runde drehen. Damit würde ich auch mal gerne fahren. Ich glaube, das ist ein komisches Gefühl. So neben der Schiene zu hängen und zu schwingen. Oh ja, das ist ein sehr komisches Gefühl. die können sich auch überschlagen, oder? Also der kann auch noch eine Inversion, könnte der machen, oder? Das Ganze gelöst. Jetzt wird gespeichert natürlich. Albatros. Vielleicht ist ein Albatros. Also ein sehr kurzer. Die muss man länger machen, die Bahn. Die muss er länger machen. Das ist ja viel zu kurz. Pioneer hier. Aber der, wie gesagt, die ist ja noch nicht fertig. Das sehe ich ja. Hier seid ihr ja komplett im Bau. Hier fehlen ja doch Dächer und so. Ach, guck mal hier. Guck mal hier, wie schön. Oder? Wie schön ist das denn hier mit dem Riesenrad? Jetzt habe ich aber hier Mist gebaut. Ah, so, jetzt sind wir wieder da. Hier, schöne Pergola. Wow, das gefällt mir. Überhaupt hier, die Gebäude habt ihr sehr, sehr schön hingekriegt. Hier am Kaiserplatz. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. Vor allen Dingen, wie knapp das hier mit dem Dach und dem Riesenrad ist. Sehr, sehr cool. Das hier ist jetzt, glaube ich, so eine Art Main Street hier, oder? Das ist jetzt die Main Street. Schöne Gebäude hier. Das sieht schön aus. Sehr, sehr cool. Gucken wir uns das Schloss nochmal gerade an. Hier ist nämlich noch das Schloss. Da führt auch so ein Ride durch. Auch das Schloss ist wunderschön. Oder? Das sieht sehr cool aus. Ein kleines Schloss, überall bewegen sich die Ritter. Da fühlen sich die Kids wohl. Das kann ich euch sagen. Wer will hiermit nicht fahren? Als kleiner Bub. Oder als kleines Mädel. Guck mal, wo der hinten. Jetzt in irgendeine versteckte Höhle rein. In die Candy-Höhle oder was? Nee, keine Candies, sondern Diamanten. Emeralds. Was sind nochmal Emeralds auf Deutsch? Rubine einfach? Ich weiß es nicht. Auch hier, schöner kleiner Dark Ride hier einfach eingebaut. Auch hier schön mit der Brücke. Das habt ihr schön gemacht. Hier, auch dass man hier sitzen kann. Och, wie schön. Das mag ich ja. Hier kann man sitzen und mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ein bisschen den Blick über den Park schweifen. Die Kleinen gehen hier hinten auf das Karussell. Ja, hier gegenüber. Ach, toll habt ihr das gemacht. Das Schloss gefällt mir, wie gesagt, wunderbar. Ein sehr, sehr schönes Schloss. Und dann hier connected mit der... Ist das die richtige Main Street? Weiß ich nicht, könnte sein. Auf jeden Fall verschiedene Styles, wie ich finde. Gefällt mir. Hotel gibt's natürlich auch. Schön mit dem Riesenrad hier am Ende der Main Street. Das gefällt mir. Sogar den 3D-Effekt drinne. Hier und hier wird natürlich noch gebaut. Hier wird natürlich noch gebaut. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, euren Park jetzt gesehen. Und ich muss sagen...
als ich hier kurz drüber geflogen bin, habe ich gedacht, was wird das denn? Weil hier sieht's noch so unfertig aus. Hier sieht's noch relativ unfertig aus. Da bin ich ja mal gespannt. Aber es war echt viel zu entdecken. Und es hat mir echt viel Spaß gemacht, ihr beiden. Wow. Ich hoffe, ihr macht weiter. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an Planet Coaster. Ihr seid natürlich außerhalb der Bewertung. Ja, das würde die Bewertung ja sprengen. Und alle anderen hier, MPC und Nimsul und MKP und wie sie alle heißen. Und Honey und alle würde das ja enttäuschen, dass sie gegen euch so abstinken. Deswegen, ihr werdet jetzt hier nicht bewertet. Ich hatte riesigen Spaß, habe viele Sachen entdeckt und freue mich einfach, dass ihr so viel Spaß am Planet Coaster habt. Danke für die wunderbare E-Mail. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich verabschiede mich dann und sage Tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei der Parkshow. Ciao, Leute. Euer YouTube-Mann.